rufe auf die Tagesordnungspunkte 6a bis 6f sowie Zusatzpunkt 8, Beratung mehrerer Vorlagen zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre hierzu keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erste Rednerin das Wort der Frau Bundesministerin Anja Karliczek. Frau Ministerin, vielleicht warten Sie noch einen ganz kleinen Moment, bis die Wiedersehensfeiern beendet worden sind und Sie die nötige Aufmerksamkeit auch des Hauses erwarten können. So, ich glaube, jetzt können wir starten. Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt viele Dinge, um die uns die Welt beneidet. Und ich glaube, wir können sagen, die duale Berufsausbildung ist eins davon. Denn sie hat einen großen Anteil an der wirtschaftlichen Kraft unseres Landes. Sie schafft für jeden einzelnen Auszubildenden hervorragende Chancen. Und sie bietet den Betrieben hochqualifizierte Mitarbeiter. Die berufliche Bildung bei uns muss sich wahrlich nicht verstecken. Im Gegenteil, berufliche und akademische Bildung bieten bei uns gleichwertige Chancen auf ein erfolgreiches Arbeitsleben. Beide sind anspruchsvoll und bereiten auf spannende Aufgaben vor. Beide bieten ausgezeichnete Chancen für den Aufstieg im Beruf. Beide sind unverzichtbar, um den Fachkräftebedarf bei uns im Land zu decken. Und zwischen beiden können junge Menschen in Deutschland frei wählen, ganz nach ihren Interessen und Stärken. In den vergangenen Jahren stand vor allem die akademische Bildung im Fokus. Das hat uns einen historischen Höchststand an Studierenden beschert. Und für die berufliche Bildung legen wir jetzt nach. Wir modernisieren das Berufsbildungsgesetz. Wir sichern die Attraktivität der beruflichen Bildung für die Zukunft. Wir geben ihr den Stellenwert, der ihr wirklich zusteht. Wir zeigen, mit einer beruflichen Ausbildung kann man auch große Karriere machen und auch ein hohes Gehalt bekommen. Denn die Unternehmen suchen dringend beruflich qualifizierte Arbeitskräfte. Der Arbeitsmarkt ist so gut wie lange nicht mehr. Und das ist auch die zentrale Nachricht des aktuellen Berufsbildungsberichtes. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge steigt wieder. Und mittlerweile haben wir auf 100 Bewerberinnen und Bewerber 106 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Und das zeigt, die Betriebe setzen ganz klar auf die duale Ausbildung zur Sicherung ihrer Fachkräfte. Sie strengen sich mittlerweile sogar besonders an, um jungen Menschen ein wirklich gutes Angebot zu machen. Und diese Entwicklung ist nicht nur bemerkenswert, sondern von unserer Seite auch fördernswert. Wir wollen die berufliche Bildung entschieden stärken. Die Novelle des Berufsbildungsgesetzes ist dafür ein wichtiger Schritt. Lassen Sie mich das an drei Punkten verdeutlichen. Erstens, Auszubildende packen in den Betrieben auch engagiert mit an. Eine Leistung, die anerkennenswert ist und damit auch finanziell anerkennenswert ist. Wir wollen eine wertschätzende Kultur des Miteinanders im Leben, auf der Arbeit und auch selbstverständlich in der Ausbildung. In den meisten Branchen und Betrieben ist das mittlerweile der Fall. Und wo nicht, wollen wir ein Zeichen setzen für eine attraktive Ausbildung. Mit der Novelle führen wir deshalb eine Mindestvergütung ein. Sie startet 2020 mit 515 Euro. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß genau, dass viele Betriebe schon heute mehr zahlen. Und deshalb ist es ein richtiges Zeichen, dass die Mindestausbildungsvergütung stufenweise auf 620 Euro für das erste Ausbildungsjahr steigt. Nach 2023 passen wir die Mindestvergütung dann an die durchschnittliche Entwicklung aller Ausbildungsvergütungen an. Und mehr noch. Da auch ein Auszubildender mit jedem weiteren Jahr der Betriebszugehörigkeit wertvoller für das Unternehmen wird, soll er auch das spüren, durch einen Aufschlag von 18% im zweiten bzw. 35% im dritten Ausbildungsjahr. Ganz bewusst haben wir übrigens auch bei der Frage, wie hoch die Mindestvergütung sein soll, die Sozialpartner eingebunden. Es war ein guter und ein enger Austausch
Und am Ende stand dann der Kompromiss. Der Interessenausgleich, der unser System der beruflichen Bildung seit jeher stark gemacht hat, hat sich auch hier wieder einmal bewährt. Denn die Mindestvergütung stärkt nicht nur die berufliche Bildung, sondern auch die Sozialpartnerschaft. Die Tarifbindung eines Betriebes hat immer Vorrang vor der Mindestvergütung. Das lässt Möglichkeiten und Freiheiten, auch regionale und branchenspezifische Lösungen zu finden. Wo es aber keine Tarifbindung gibt, da greift dann die neue Haltelinie. Aber wie immer und überall gilt auch hier, Geld ist nicht alles. Für eine attraktive Ausbildung braucht es noch ein wenig mehr. Eine Ausbildung soll in möglichst vielen Lebenssituationen möglich sein. Denn wichtig ist uns, dass jedem der Start ins Berufsleben gelingt. Und auch hier wollen wir ein überzeugendes Angebot schaffen. Und deshalb stärken wir die Berufsausbildung in Teilzeit. Künftig kann darum die Ausbildungszeit im Einvernehmen mit dem Betrieb verlängert werden. So wird Teilzeit zu einer echten Option für Auszubildende. So wird die duale Ausbildung beispielsweise auch attraktiv für neue Zielgruppen, wie etwa für Menschen mit einer Lernbeeinträchtigung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 74% der Auszubildenden werden von ihrem Betrieb übernommen. Sie wechseln nahtlos ins Anstellungsverhältnis. Das zeigt, eine Ausbildung eröffnet beste Chancen, gerade auch jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels. Es lohnt sich sowohl für die Betriebe als auch für Auszubildende. Aber nach einer Ausbildung ist noch lange nicht Schluss. Wer will, für den kann es weitergehen. In Führungspositionen eines Unternehmens oder eben auch zum eigenen Meisterbetrieb. Qualifizierung ist heute mehr denn je erwünscht und auch möglich. Und auch hier setzen wir Zeichen für mehr Internationalität, für mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Wir schaffen Transparenz mit 3 einheitlichen Fortbildungsstufen und 3 griffigen Abschlussbezeichnungen: geprüfter Berufsspezialist, Bachelor Professional und Master Professional. Schon an der Sprache wird so deutlich, die berufliche Bildung in den Betrieben ist vergleichbar im Wert mit der Ausbildung an den Universitäten. Und auch im Ausland werden die neuen Bezeichnungen gut verstanden. Und das ist gerade in weltweit operierenden Unternehmen und über Landesgrenzen hinaus wichtig. So stärken wir die berufliche Bildung als Marke, so stärken wir Karrierechancen, so stärken wir den Arbeitsmarkt. Und so leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Fachkräftesicherung. Bewährte Berufsbezeichnungen bleiben natürlich erhalten. Die neuen Bezeichnungen ergänzen sie und stärken sie. Aber der Meister bleibt der Meister jetzt und in Zukunft. Meine Damen und Herren, der nächste Schritt zur Stärkung der beruflichen Bildung ist schon auf dem Weg. Wir werden auch das AfBG, das Aufstiegs-BAföG, novellieren. Den Gesetzentwurf haben wir in Kürze vorbereitet. Mit der Reform des Berufsbildungsgesetzes liefern wir heute spürbare Verbesserungen für die Auszubildenden, Kammern und Betriebe. Wir bauen Flexibilität auf und Bürokratie ab. Und wir geben der dualen Berufsbildung den Wert, der ihr gebührt. 50 Jahre wird unser Berufsbildungsgesetz in diesem Jahr alt. Berufsbildung war bisher in Deutschland eine Erfolgsgeschichte. Und soll es auch zukünftig bleiben. Und dafür bitte ich um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Dr. Götz Frömming, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Bundesministerin Karliczek, ich weiß nicht, ob Sie in letzter Zeit mal einen Handwerker gebraucht haben, aber wenn ja, mussten Sie vermutlich ziemlich lange auf ihn warten. Im Durchschnitt dauert es fast 10 Wochen, bis der Handwerker zu Ihnen kommt, wie aus dem Konjunkturbericht des Zentralverbands des Deutschen Handwerks hervorgeht. Tendenz weiter steigend. Besonders lang sind die Wartezeiten im Baugewerbe. Da müssen Sie bis zu 14 Wochen warten. Wir bräuchten also dringend mehr Handwerker, meine sehr geehrten Damen und Herren. Viele Ausbildungsstellen bleiben aber unbesetzt. Stattdessen
produzieren wir Heerscharen von Studienabbrechern. Fast jeder dritte Student bricht sein Studium ab und verlässt die Universität vorzeitig und ohne Abschluss. Die volkswirtschaftlichen Kosten sind immens. Wir brauchen mehr fertige Meister und weniger gescheiterte Master, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deshalb ist es grundsätzlich begrüßenswert, dass die Bundesregierung und namentlich die Bundesbildungsministerin angekündigt hat, die berufliche Ausbildung aufzuwerten. Der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung verspricht uns im Titel eine, ich zitiere, Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung. Regelungsgegenstand ist konkret das Berufsbildungsgesetz, die gesetzliche Grundlage der dualen Berufsausbildung. Es wurde eben schon gesagt, die zu Recht als ein ganz wichtiges und bewährtes Instrument zur Sicherung unseres wirtschaftlichen Wohlergehens angesehen werden kann. Jeder Eingriff aber in dieses bewährte System, meine Damen und Herren, muss wohl überlegt und gut begründet sein. Ich möchte auf zwei besonders auffällige Änderungsvorhaben eingehen, die Sie eben naturgemäß sehr positiv dargestellt haben, woran wir aber einiges zu bemängeln haben. Das erste ist die Einführung einer Mindestvergütung für Auszubildende. Klingt ja erstmal toll. Diese soll im ersten Ausbildungsjahr zunächst bei 515 € liegen und in den nächsten 3 Jahren dann schrittweise auf 620 € angehoben werden und dann weiter dynamisiert steigen. Sie haben es eben gesagt, in den Anträgen der Linken und Grünen heißt es natürlich, dass das zu wenig sei. Das war aber auch zu erwarten. Über Ihre Anträge werden wir dann im Ausschuss ja auch noch ausführlicher sprechen können. Nun könnte man ja denken, das ist aber sehr nett von der Bundesregierung, dass sie nur den Auszubildenden mehr Geld geben will. Die Sache hat nur einen Haken. Es ist gar nicht das Geld der Bundesregierung, über das hier verfügt werden soll, sondern, meine Damen und Herren, ist das Geld der Betriebe, über das die Regierung verfügt, als handele es sich um Steuergelder. Es verwundert daher nicht, dass von der Arbeitgeberseite, auch anders als Sie es dargestellt haben, massive Kritik an dieser Regelung geübt wurde. So spricht beispielsweise Roland Ermer, Präsident des Sächsischen Handwerkskammertages, von einer Aushebelung der Tarifautonomie. Insbesondere in Ostdeutschland könne die starre Festsetzung dazu führen, dass kleinere Betriebe es sich nicht mehr leisten können, weiter auszubilden. Das, meine Damen und Herren, wäre ein verheerender Effekt und wir können alle miteinander hoffen, dass er so nicht eintritt. Aber auch die Arbeitnehmer haben interessanterweise ein Problem mit der Mindestvergütung. Sie befürchten für einige Branchen eine Verschlechterung. Nach aktueller Rechtsprechung stehen Auszubildenden in nicht tarifgebundenen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie rund 800 € im ersten Ausbildungsjahr zu. Hier könnte es durch die Mindestvergütung zu einer Öffnungsklausel nach unten kommen. Deshalb ist die vorgesehene Neuregelung zur Mindestausbildungsvergütung für Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, ein Skandal, wie er sich ausdrückte, meine Damen und Herren. Selbst die GEW räumt ein, dass die geplante Mindestvergütung nur für einen sehr kleinen Teil der Auszubildenden eine Verbesserung bringt. Die Mehrheit unserer Betriebe zahlt nämlich längst mehr. Das sollten wir auch einmal anerkennen und die Betriebe hier nicht unter Generalverdacht stellen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Kurzum, die Mindestvergütung ist nicht unproblematisch, auch deshalb, weil parallel dazu abweichende Tarifvereinbarungen ja weiterhin möglich sein sollen. Und zwar, jetzt kommt es, nach oben, aber auch nach unten. Können Sie nachlesen, die vorliegende Drucksache 19.10.8.15, Seite 42, folgende. Also, dass man eine Mindestvergütung nach oben hin überschreiten kann, das verstehe ich ja noch, aber was soll das, dass man sie nun auch nach unten hin unterschreiten darf? Meine Damen und Herren, das hätten die Bürger der Stadt Schilder sich nicht besser ausdenken können. Sie begründen in den Erläuterungen zum Gesetzentwurf diese Kuriosität damit, so die verfassungsrechtlich garantierte Tarifautonomie in besonderer Weise berücksichtigt zu haben. In der Tat, das ist wirklich eine besondere Weise, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch beim zweiten Punkt
den ich ansprechen möchte, haben Sie, anstatt die Dinge zu vereinfachen, neue Verwirrung geschafft und gestiftet und Parallelstrukturen geschaffen. Es soll drei neue Abschlussbezeichnungen geben, den geprüften Berufsspezialist, den Bachelor Professional und den Master Professional. Meine Damen und Herren, das klingt nicht nur anmaßend und albern, das ist es auch. Die Hochschulrektoren haben das zu Recht kritisiert. Gleichzeitig wollen sie aber den bewährten Meistertitel nicht abschaffen. Der existiert dann so irgendwie daneben. Der Kunde hat also dann die Wahl, ob er sich den kaputten Abschluss von einem Handwerksmeister oder einem Bachelor Professional reparieren lassen möchte. Ich frage mich, ob es da dann Preisunterschiede geben wird, wenn man den akademischen Reparaturservice in Anspruch nimmt. Aber vielleicht kommt der Bachelor Professional dann ja wenigstens schneller oder die FDP entwickelt bis dahin noch eine digitale Lösung für das Problem. Ich möchte abschließend noch einen ernsten Punkt ansprechen. Wir haben derzeit über 2 Millionen junge Erwachsene ohne Berufsausbildung, die bisher einfach durchs Raster fallen. Und, meine Damen und Herren, es werden immer mehr. Darunter sind übrigens auch besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund. Wir müssen dringend dafür Sorge tragen, dass natürlich diejenigen, die hier bleiben, schon allein damit sie der Allgemeinheit nicht dauerhaft zur Last fallen, dringend in das Berufsausbildungssystem eingegliedert werden. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung greift aber leider an dieser Stelle zu kurz. Sie schielen auf die Universitäten, das verraten auch die neuen Titel, und wollen eine Art Pseudo-Akademisierung der beruflichen Bildung. Das ist überflüssig, das brauchen wir nicht. An dieser Stelle setzt unser Antrag an berufliche Bildung stärken, keinen zurücklassen. Durch die Einführung abgrenzbarer Ausbildungsabschnitte wollen wir diese Leute, die häufig keinen oder nur einen sehr schlechten Schulabschluss haben, mitnehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke an dieser Stelle zurück an einen Mann, Willi hieß er zufällig, er war Gemeindearbeiter in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Er konnte nur die einfachsten Arbeiten verrichten. Aber er wurde von allen geachtet und er gehörte dazu. Denn seine Arbeit war, wenn man es richtig bedenkt, genauso wichtig wie die Arbeit des Bürgermeisters in diesem Dorf. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Jasmin Fahimi, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen des Hauses, sehr geehrte Gäste auf den Tribünen. Die berufliche Bildung in Deutschland ist exzellent. Sie ist Grund dafür, dass unser Jobmotor läuft. Sie ist Innovationstreiber für unsere Wirtschaft. Und sie ist das beste Mittel zur Integration breiter Schichten in die Arbeitswelt und das seit Generationen. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Und der Berufsbildungsbericht beschreibt, dass 25% aller Auszubildenden ihre Ausbildung vorzeitig abbrechen. Auszubildende werden zum Teil als Ersatzarbeitskräfte eingesetzt oder die Vergütungen sind so niedrig, dass selbst Mehraufwendungen für gute Kleidung oder Monatstickets davon nicht bestritten werden können. Und leider wächst auch der Anteil von Betrieben, die nicht mehr ausreichend qualitätsgesichert ausbilden oder sich ganz aus der Ausbildung ziehen. Wenn wir also über ein Berufsbildungsmodernisierungsgesetz reden, dann müssen wir das Versprechen halten, dass Modernisierung auch verbessern heißt. Und was zu verbessern ist, sind die Ausbildungsbedingungen. Wir, die SPD, sind stolz darauf, dass wir die Mindestausbildungsvergütung jetzt durchgesetzt haben. Das ist ein Meilenstein in der Berufsbildungsgeschichte und es ist ein Versprechen an alle jungen Menschen. Eure Ausbildung ist etwas wert. Sie ist uns mindestens eine angemessene Vergütung wert und ihr seid keine Bittsteller. Wir freuen uns auch, dass diese Regelung auf Grundlage einer Sozialpartnerverständigung stattgefunden hat, und zwar auf höchster Ebene von DGB und BDA. Und dass automatisch auch eine Erhöhung erfolgt, nämlich
entlang der durchschnittlichen Erhöhung der Ausbildungsvergütung, also auch der tariflichen Ausbildungsvergütung. Und Herr Frömming, es tut mir leid, Sie haben offensichtlich keine Ahnung davon, wie Tarifautonomie funktioniert. Das ist nämlich auf Basis dessen, was Sozialpartner verabredet haben, und damit ist es Respekt gegenüber der Sozialpartnerschaft und der Tarifautonomie. Sie sprechen von den Arbeitgebern, die überhaupt nicht tarifgebunden sind, und denen wird jetzt ein Riegel vorgeschoben. Ich sage aber auch, ein Modernisierungsgesetz, davon erwarte ich auch noch schon ein bisschen mehr. Ein echtes Signal zur Modernisierung wäre zum Beispiel die zuwachsende Zahl von Dualstudierenden auch endlich unter das Dach des Berufsbildungsgesetzes zu bringen. Wo dual draufsteht, muss auch dual drin sein. Es zeigt sich aber, dass Dualstudierende mit ihrem Status doch sehr uneinheitlich geregelt sind. Dualstudierende bekommen mal einen Ausbildungsvertrag, mal einen Praktikumsvertrag, mal einen eigens ausgedachten Vertrag. Das Ganze ist umso unsinniger, als dass sogenannte ausbildungsintegriert Dualstudierende im BBIG erfasst sind, aber eben alle anderen nicht. Eine duale Ausbildung jedweder Art muss eine geschützte und qualitätsgesicherte Marke bleiben. Und die Berufsbildung darf dann eben auch für Dualstudierende kein Glücksspiel sein. Für ihre betriebliche Praxisphase haben sie ein Recht auf einen betrieblichen Ausbildungsplan und einen Anspruch auf einen echten Ausbildungsvertrag. Jetzt haben wir die Chance, das sauber zu regeln. Die SPD sieht aber auch Verbesserungsbedarf für Auszubildende und Ausbilder. Wir wollen, dass endlich die unnötigen Schärfen geglättet werden und die Berufsschulfreistellungszeiten von erwachsenen Auszubildenden nach dem Vorbild des Jugendarbeitsschutzgesetzes geregelt werden. Und der Mangel an Prüfern kann nicht auf Dauer durch Aufweichung unserer Standards kompensiert werden. Man muss sich schon mit den Ursachen des Problems beschäftigen. Warum melden sich immer weniger Ausbilder für diese ehrenamtliche Prüfungsfunktion? Antwort steckt natürlich auch schon bereits in diesem Hinweis, nämlich dass es ehrenamtlich ist. Manche müssen sich sogar Urlaub nehmen, um diesen gesetzlich vorgesehenen Aufgaben nachzugehen. Das sollten wir so nicht weiter akzeptieren. Die Freistellungsansprüche von Prüferinnen und Prüfern müssen geregelt werden. Was für ehrenamtliche Richter geht, muss auch für Prüfer möglich sein. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns, dass es wieder steigende Auszubildendenzahlen gerade auch im Handwerk gibt. Und zwar nicht zuletzt wegen der zunehmend gelingenden Integration von Flüchtlingen. Anders als das die AfD-Fraktion hier immer wieder behauptet. Aber ja, die Zahl der jungen Erwachsenen zwischen 20 und 34 Jahren ohne Berufsabschluss, sie hat inzwischen eine Zahl von 2 Millionen erreicht und damit einen Anteil von über 14%, also jedem siebten in der Generation. Was diese Menschen brauchen, ist eine noch bessere Ausbildung in Betrieb und Berufsschule. Was sie brauchen, ist eine solide und praxisorientierte Ausbildungsvorbereitung. Was sie also brauchen, was wir ihnen bieten müssen, ist mehr Zeit und Aufmerksamkeit, nicht weniger. Was sie aber definitiv nicht brauchen, ist die Entwertung von Ausbildung, wie sie im AfD-Antrag steht. Zum wiederholten Male versuchen sie hier unter scheinheiligen Überschriften zu signalisieren, es ginge ihnen um die sogenannten Zurückgelassenen. Das ist an Zynismus kaum zu überbieten, wenn man sich anschaut, was Sie dann fordern. Nämlich eine voll durchmodualisierte Berufsausbildung, einen Ausbildungspass, also mit anderen Worten ein Berufsbildungssystem, in dem sich jeder mal seinen Beruf so selbst zusammenbasteln soll. Und das natürlich am besten nach Gutdünken der Arbeitgeber. Und zu was das führt, sehen wir bei den zweijährigen Ausbildungsberufen. Nämlich weniger Perspektive und weniger Geld. Das ist die Zukunft, die die AfD denen anbieten will, die sie als leistungsschwach beschreiben. Weniger statt mehr, das ist Ihre Antwort, aber ohne uns. Und im Übrigen möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass Meister oder Master immer noch eine individuelle Entscheidung ist. In diesem Land gibt es eine freie Wahl zur Berufswahl und nicht eine vorgesetzte und definierte nach sozusagen Leistungsgruppen, wie die AfD das will. Wir sollten also mit dieser Novelle nicht nur eine Fassade errichten, sondern ein stabiles Mauerwerk. Und deswegen bitte ich Sie in den weiteren Beratungen, trotz der Hitze in dieser Woche, lassen Sie uns noch mehr Licht in die berufliche Bildung bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist Dr. Jens Brandenburg, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wenn wir in den letzten Monaten über berufliche Bildung gesprochen haben, dann zeichnen manche von Ihnen immer ein Katastrophenszenario, in dem wir von Digitalisierung und Globalisierung gewissermaßen überrollt werden. Und dafür, so die Argumentation, müsste man die Menschen schützen mit mehr Regulation und mehr Akademisierung. Andere, wir haben es heute wieder gehört, fokussieren sich sehr stark auf die unbestreitbar existierenden Erfolge der dualen Ausbildung, glauben dann aber, dass es mit ein paar kosmetischen Korrekturen getan sei. Beides ist falsch. Die neue Arbeitswelt, die neue digitale Arbeitswelt bietet doch großartige Chancen für Azubis, Betriebe und auch Berufsschulen. Lassen Sie uns also gemeinsam diese Chancen in den Mittelpunkt stellen, nicht verteufeln, nicht ignorieren, sondern nutzen, um ein Update der beruflichen Bildung in Deutschland durchzusetzen. Und Frau Karliczek, Sie nutzen diese große Chance bisher nicht. Sie verkünden ein Jahr der Berufsbildung und legen uns heute ein Reformchen vor, was ja im Wesentlichen aus lang bekannten kleinen Anpassungen besteht. Neu ist die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung, die, wie Sie zu Recht sagen, die allermeisten Azubis gar nicht betrifft. Wie Sie allerdings sicherstellen wollen, in den Branchen und Regionen, die betroffen sind, dass Ausbildungsplätze nicht wegfallen, sondern erhalten bleiben, das haben Sie auch heute nicht erklärt. Neu sind außerdem die Fortbildungsstufen bzw. ihre Bezeichnungen. Und ich sage ganz klar, dass auch Begriffe wie Bachelor Professional die Stärke, das Profil der beruflichen Bildung eher verwischen. Es muss nicht alles akademischer werden. Der Apfel schmeckt nicht besser, nur weil künftig Banane draufsteht. Das ist kein Fortschritt, das ist Etikettenschwindel. Und als Service-Opposition schlagen wir Ihnen natürlich heute in gewohnter Manier eine Exzellenzinitiative berufliche Bildung vor, die endlich wieder mehr junge Menschen dafür begeistert, eine berufliche Aus- und Weiterbildung aufzunehmen, die ihre Neugierde, ihre Kreativität in der digitalen Arbeitswelt entfesselt und die sie mit passgenauen Angeboten zum Piloten ihres eigenen Lebens macht. Erstens, nutzen wir doch die Chancen der Globalisierung. Eine Auslandserfahrung stärkt ja nicht nur das berufliche Kompetenzen und Profile, sondern auch charakterliche Persönlichkeitsentwicklung. Lassen Sie uns doch gemeinsam die frühe Idee der Wanderjahre wiederbeleben und beispielsweise das Erasmus-Programm, was ja europaweit formal auch Azubis offen steht, ausbauen. Wir schlagen vor, eine Art DAAD für die berufliche Bildung, ein Institut, was Betriebe, Berufsschulen und insbesondere die Azubis dabei unterstützt. Was bei Studierenden funktioniert, das muss doch wohl auch für Azubis möglich sein. Zweitens nutzen wir die Chancen der Digitalisierung mit flächendeckenden digitalen Lernangeboten auch jenseits einzelner Leuchtturmprojekte, mit innovativen Lehrformaten, Blended Learning beispielsweise, Virtual Reality. Dafür müssen wir auch die Lehrkräfte und die Ausbilder in den Betrieben besser auf neue Aufgaben vorbereiten. Und schaffen wir endlich einen Digitalpakt 2.0, der nicht nur auf die Infrastruktur, sondern insbesondere auf die Inhalte und Qualität der Bildung schaut. Und drittens schaffen wir Aufstiegschancen für jeden, denn Bildungswege müssen ja so vielfältig sein wie die einzelnen Wünsche, Ziele und Talente junger Menschen. Ermöglichen wir also über Teilqualifikationen einen einfachen Einstieg in die berufliche Ausbildung. Erleichtern wir die Anerkennung informeller Kompetenzen nach dem Schweizer Vorbild. Und fördern wir auch insbesondere die besten Talente eines Jahrgangs mit besseren Aufstiegsperspektiven und einer Öffnung der bisher rein akademischen Begabtenförderungswerke. Wir wollen kein Einheitsschema für alle, sondern konkrete, passgenaue Aufstiegsperspektiven für jeden. Es gibt viel zu tun. Belassen Sie es also bitte nicht bei kleinen Reformchen und Etiketten, sondern arbeiten Sie gemeinsam mit uns an einem echten Update der beruflichen Bildung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Brandenburg. Als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Birke Buhl-Bischoff, Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin, was ich wirklich ärgerlich finde, wenn Sie von beruflicher Bildung sprechen, wie heute der Reform des Gesetzes, dann hat man das Gefühl, bei uns ist eitel Sonnenschein. Probleme kommen bei Ihnen nicht vor. Was aber gesagt werden muss, meine Damen und Herren, auch die berufliche Bildung hängt einen beträchtlichen Teil junger Menschen von guter Ausbildung ab. Und ich will das an drei markanten Punkten deutlich machen. Zum Ersten, mehr als 2,1 Millionen junge Erwachsene zwischen 20 und 34 Jahren bleiben mittlerweile gänzlich ohne beruflichen Abschluss und das mit steigender Tendenz. Das heißt, ein Sechstel der Erwerbstätigen
Bevölkerung in unserem Land gehen auf den Arbeitsmarkt ohne Ausbildung. Und wir alle wissen, was das heißt. Das heißt prekäre Beschäftigung, die legitimiert wird durch wenig Qualifikation, das heißt schlechte Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen. Zum Zweiten, 270.000 junge Menschen wird mangelnde Ausbildungsreife zugeschrieben. Sie werden in Warteschleifen des Übergangssystems geparkt. Und das betrifft vor allem junge Menschen mit Hauptschulabschluss oder junge Menschen ohne Schulabschluss. Und nur 40% von ihnen schaffen überhaupt den Übergang in die berufliche Ausbildung. Und auch hier ist das der direkte Weg sehr oft in prekäre Beschäftigung. Zum Dritten, 24.000 junge Menschen finden gar keinen Ausbildungsplatz. Meine Damen und Herren, wir haben also ein Problem, ein großes Problem. Wer bereits in der Schule erfolglos blieb, der bleibt es auch in aller Regel im System der beruflichen Bildung. Und das geht gar nicht, weil das können wir uns auch schlichtweg nicht leisten. Wo liegt das Problem? Ich finde, der Wurm steckt bereits im allgemeinbildenden Schulsystem, nämlich dort, wo Kinder sehr viel zu früh auf ein Bildungsgleis gesetzt werden, bei dem sie am Ende ohne Schulabschluss ins Leben entlassen werden. Und einmal mehr sei gesagt, das gegliederte Schulsystem wirkt als Brandbeschleuniger sozialer Ungleichheit. Und dort ist das Problem, wo immer noch nach alten Methoden gelehrt und gelernt wird, sodass eben für Kinder, die vor allem praktisch und das sehr gern lernen, die Schule eher zum Graus wird. Der Anspruch beruflicher Bildung muss aber sein, stattdessen die Kette des schulischen Misserfolges zu beenden und auch ihnen eine Perspektive zu geben. Genau das erfüllt sie derzeit jedoch nicht. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen? Nein. Was brauchen wir dafür? Drei Punkte will ich nennen. Zum einen, wir brauchen deutlich mehr Assistenz und Unterstützung für die jungen Leute selbst, aber genauso auch für Unternehmen, die bereit sind, denjenigen eine Chance zu geben, die benachteiligt werden oder sind. Das heißt beispielsweise auch konkret, wir brauchen Schulsozialarbeit auch für Berufsschulen. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, weshalb wir in der letzten Sitzung beantragt haben, das regelhaft ins SGB VIII zu übernehmen. Wir brauchen assistierte Ausbildung oder Ausbildungsassistenz. Die muss eine Zukunft haben, denn sie ist in der Tat ein Erfolgsmodell. Aber sie muss flexibel und individueller handhabbar sein. Wir brauchen ausbildungsbegleitende Hilfen. Und wir brauchen auch Jugendberufsagenturen, um eben die unterschiedlichen Regelkreise, in denen junge Menschen oft unterwegs sind und Ansprechpartnerinnen sind, zusammenzuführen und Hilfen aus einer Hand zu ermöglichen. Und all das, meine Damen und Herren, gehört ins Berufsbildungsgesetz. Ein Berufsbildungsgesetz für alle jungen Menschen. Normalität statt Maßnahme muss der Grundsatz sein. Es geht nicht um Sondermaßnahmen und Sondersysteme und sonst was. Es geht um zusätzliche Ressourcen, um Geld und Personal im Regelsystem. Das Ganze nennt sich Inklusion. Und zum anderen, wir brauchen ein Recht auf Ausbildung, und zwar auf vollqualifizierende Ausbildung. Das heißt, junge Leute, die ihre Berufsausbildung mit einer theoriegeminderten oder zweijährigen Ausbildung beginnen, dürfen nicht ausgebremst werden im Anschluss, weder durch die Bundesagentur für Arbeit noch durch das ausbildende Unternehmen. Wir brauchen ein Recht darauf, die verbindliche Möglichkeit, eine dreijährige Ausbildung anzuschließen. Und das ist im Übrigen das Gegenteil von dem, was die AfD hier vorschlägt. Und Punkt 3, wir brauchen endlich prinzipielle Kostenfreiheit für Lernmittel. In Sachsen-Anhalt fährt jeder fünfte Azubi an der nächstgelegenen Berufsschule vorbei, zur übernächsten. Und mal abgesehen davon, das ist ein riesiges Problem für eine vernünftige Berufsschulnetzplanung und Realität ist. Das hat mit hohen Mobilitätskosten zu tun. Bus und Bahn müssen bezahlt werden. Und auch die Kosten für die eigene Wohnung, diejenigen, die Kolleginnen und Kollegen, die in der Enquete berufliche Bildung engagiert sind, kennen das, ist es uns eindringlich geschildert worden von den jungen Menschen selbst. Meine Damen und Herren, die Mindestausbildungsvergütung ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, keine Frage. Es wird die Situation einiger weniger Azubis verbessern, aber es ist eben nur ein Minischritt.
Es ist ein Vorteil wahrscheinlich für die Friseurin, für den Azubi im Bereich, der als Restaurantfacharbeiter ausgebildet wird. Aber meine Damen und Herren, das Primborium, was hier veranstaltet wird, das ist echt fehl am Platz. Es wird wahrscheinlich weit weniger als 5% der Azubis betreffen. Meine Damen und Herren, erfolgreiche Berufsausbildung ist der Schlüssel für gute Arbeit und guten Lohn und gegen den Fachkräftemangel und gegen Nachwuchsprobleme überhaupt. Und alle jungen Menschen müssen wir dabei mitnehmen. Das muss uns ein gewichtiges Anliegen sein. Und wenn wir von alle sprechen, meine Damen und Herren, lässt sich ja immer sehr leicht dahinreden, dann müssen wir auch diejenigen meinen, und wir meinen sie, die schon in der Schule benachteiligt worden sind. Und da gibt es im Berufsbildungsgesetz im Entwurf erheblichen Nachholbedarf. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Beate Walter-Rosenheimer, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuhörerinnen auf den Tribünen. 2 Jahre sind jetzt vergangen und die Hälfte der Legislaturperiode ist um und Chapeau, jetzt liegt die Novellierung des Berufsbildungsgesetzes vor. Und ich möchte eines vorwegschicken, auch meine Fraktion sind Fans der dualen Ausbildung des Berufsbildungssystems in Deutschland, aber wir haben natürlich auch Kritik. Seien Sie mir nicht böse, Frau Ministerin, wenn mir jetzt, wenn ich diese Novellierung anschaue, ein etwas abgegriffener Spruch in den Sinn kommt, der Berg kreist und gebiert eine Maus. Sie finden das vielleicht hart, aber ich werde Ihnen sagen, wir haben einfach mehr erwartet und wir finden, es hätte auch mehr gebraucht. Lassen Sie mich einige Punkte unserer Kritik konkretisieren. Die Mindestausbildungsvergütung, Fachkräftemangel, Stärkung der höher qualifizierten Berufsbildung und. Ich habe jetzt leider nicht so viel Zeit, die ganze Liste da aufzuführen. Und heute hätte ich mir eigentlich gewünscht, nicht so viel Zeit zu brauchen, sondern sagen zu können, Applaus, Applaus, wir sind einen riesigen Schritt weitergekommen in der Berufsbildung, aber ich finde, dem ist nicht so. Das stimmt ja leider nicht und das ist bedauerlich. Es geht schließlich um die Zukunft von tausenden jungen Menschen und wir Grüne hätten uns als Fraktion da mehr Butter bei die Fische und mehr Mut gewünscht. Die Hauptanliegen, die Mindestausbildungsvergütung ist ja ein Hauptanliegen und es war offenbar ein harter Brocken, was wir mitbekommen haben. Da gab es großen Wirbel, viele Debatten, ist auch verständlich. Schließlich mussten es die Sozialpartner richten, aber wir finden, die Höhe von 515 Euro ist zu wenig, weil weit entfernt von einer existenzsichernden Vergütung. Und warum, Frau Ministerin, wollen wir denn diese Mindestausbildungsvergütung? Ihr Ministerium sagt, wir wollen diese Mindestausbildungsvergütung auch natürlich, um den Beitrag der Auszubildenden zur Wertschöpfung in den Betrieben anzuerkennen und auch die Attraktivität zu erhöhen. Ich glaube nicht, dass dieser Betrag dazu führen wird, das kann ich Ihnen voraussagen. Und was gar nicht geht, ist, dass Tarifverträge bestehen bleiben, die weit unter den Mindestausbildungsvergütungen liegen. Und das betrifft viele Handwerksberufe. Wir wollen hier keine Ausnahmen von der Regel. Mindestausbildungsvergütung ist Mindestausbildungsvergütung. Und wir wollen eine faire Vergütung auch für Azubis, die dann eben schon arbeiten, die Haare zusammenkehren, Torten verzieren, Blumen binden. Und deshalb sagen wir, Azubis sind schließlich keine billigen Ausbildungskräfte, sondern sie haben eine Mindestausbildungsvergütung verdient, die ihren Namen auch zu Recht hat. Durch eine gute Mindestausbildungsvergütung gewinnt die duale Ausbildung dann auch an Attraktivität und wir bekommen so auch den dringend benötigten Fachkräftenachwuchs. Aber die Fachkräftesicherung braucht natürlich noch mehr, zum Beispiel eine Ausbildungsgarantie, wie wir sie schon lange fordern. Eine Ausbildungsgarantie, die auch die mitnimmt, die keinen Ausbildungsplatz bekommen haben und in Warteschleifen hängen. Nur halten wir eben ganz dringend für nötig, dass man da jetzt ansetzt und nicht einfach abwartet und die eben länger hängen lässt. Dann zum Thema Stärkung der höher qualifizierenden Berufsbildung. Die ist in unseren Augen auch sehr dringend nötig, aber wir halten andere Instrumente für wirkungsvoll. Echte Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung erreichen wir nicht durch bloße Namensänderung von Abschlüssen.
Echte Gleichwertigkeit erfordert Gleichbehandlung. Aufstiegsfortbildungen müssen analog zum Hochschulstudium kostenfrei sein, und das bundesweit. Und auch bei der Vergütung sagen wir mehr Gerechtigkeit bitte. Warum sollte ein 24-jähriger Bachelor mehr Geld bekommen als eine 24-jährige Fachwirtin? Dazu müssen wir nur den deutschen Qualifikationsrahmen gesetzlich verankern und für die Vergütung und Einstufung verbindlich machen. Wir brauchen mehr Master und mehr Meister. Handlungsbedarf besteht in unseren Augen auch beim Thema Mobilität von Azubis, gerade im ländlichen Raum. Häufig gibt es hier regionale Passungsprobleme, ausbildungswillige Betriebe und Jugendliche kommen nicht zusammen. Deshalb fordern wir hier kostengünstige Azubi-Tickets im Nahverkehr und bezahlbaren Wohnraum. Das ist ganz wichtig dafür. Zwei sehr wichtige Themenblöcke kommen in der Novellierung kaum vor: Inklusion und die Gesundheits- und Pflegeberufe. Das Berufsbildungssystem ist nicht inklusiv und diskriminierungsfrei, und das wollen wir ändern. Wir brauchen Regelungen, die die Teilhabe aller Menschen an Aus- und Weiterbildung sichert. Und Frau Ministerin, was ist mit den Gesundheits- und Pflegeberufen, die immerhin rund ein Drittel der diesjährig begonnenen Ausbildung ausmachen? Dazu sagen Sie nichts, obwohl hier der größte Fachkräftebedarf besteht. Das geht uns alle an, und das sind drängende Fragen, denen Sie sich endlich stellen sollten. Und dann das Thema Weiterbildung. Das ist jetzt ein kleiner Exkurs sozusagen zur nationalen Weiterbildungsstrategie, die wir ja jetzt kennen und wo man sich auch fragt, ist das wirklich eine Strategie zu diesem Thema Weiterbildung oder eher so ein Sammelsurium? Da steht ganz vieles drin, was wir schon kennen. Aber was mir wirklich missfällt, und ich finde, das fällt als Sie auf als Bildungspolitikerin ja zurück, dass die nicht berufliche allgemeine Weiterbildung für Erwachsene viel zu kurz kommt in dem ganzen Anliegen Weiterbildung. Und das finde ich im Jahr 2019 im Zuge der Digitalisierung falsch. Und ich frage Sie, Frau Ministerin, finden Sie es zeitgemäß, Weiterbildung so eng zu denken? Es gibt Lösungen, die liegen auf dem Tisch. Zum Beispiel einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung, den wir verankern wollen, höhere Zuschüsse für Weiterbildungskurse und eine breitere Palette von zertifizierten Weiterbildungen, die staatlich gefördert werden. Und Sie verzeihen mir, wenn ich das Fazit ziehe, die haben ein bisschen gekleckert, wo man eigentlich hätte klotzen können. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Stefan Albani, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Berufsbildungsmodernisierungsgesetz, erste Lesung. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis es dann hier war, aber wer weiß, wie schwer es ist, eine Einigung unter zwei Personen, selbst wenn sie vorgeben, sich zu lieben, zu erreichen, da muss man hier sagen, haben wir an dieser Stelle die Einigung zwischen drei Ministerien und den Sozialpartnern in einzelnen Punkten erreichen müssen. Und an dieser Stelle Chapeau, das hat eine Weile gedauert. Manchmal hieß es am Freitag, es klappt, und am Montag hieß es, es geht schon wieder nicht mehr. Aber nun liegt es vor. Bevor ich auf die einzelnen Punkte eingehe, auch von meiner Seite ein kurzer Blick in den Berufsbildungsbericht. Die Zahl der Ausbildungsverträge ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen auf nunmehr 531.400. Angebot zu Nachfrage 106 zu 100. Ausbildungsplatzangebot mehr als 17.000 Stellen mehr. Ja, und die Vertragslösungsquote stagniert. Man muss aber dazu auch sagen, dass 50% davon danach eine andere Ausbildung machen. Das heißt, diese Zahl ist etwas irreführend an der Stelle, denn 50%, die Hälfte davon, machen hinterher weiter. Des Weiteren dürfen wir feststellen, dass ein Anstieg der tariflichen Ausbildungsvergütung, insbesondere im Osten, bereits stattgefunden hat. Und insofern werde ich auch gleich bei der Mindestausbildungsvergütung noch einmal darauf eingehen. Aber wie gesagt, wo Licht ist, ist auch Schatten. Wenn man schaut, dann sind 4 von 5 Ausbildungsplätzen, zum Beispiel bei der Fachverkäuferin für Lebensmittelhandwerk, bei Fleischern, nicht besetzt. 37% der Ausbildungsplätze Klempner, Restaurant und Fachleute sind ebenfalls noch vakant. Und ich sage ganz ehrlich, Herr Frömming, an dieser Stelle, es ist mir egal, ob er Bachelor oder Meister heißt. Hauptsache, das Ding tropft hinterher nicht mehr, und deswegen rufe ich ihn Klempner.
So, aber auf Seite 10, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum Sie sich nicht zu früh freuen sollen. Auf Seite 10 des Berufsbildungsberichts wird gleich vom Wort gleichwertig gesprochen. Ja, ein kleines Gedankenexperiment hierzu. Wenn Sie mit zwei jungen Leuten in den Wald der Ausbildung gehen und geben beiden einen Stock, Menschen neigen zum Vergleichen. Und dann guckt der eine den anderen Stock an und sagt, bei dir sind mehr Astlöcher drin, bei mir ist etwas länger, dafür etwas krümmer und dergleichen mehr. Dann würde ich mich wundern, was passiert, wenn man sich vor die jungen Leute stellt und sagt, ihr lieben jungen Leute, die Stöcke, die ihr habt, sind sehr wohl nicht gleichartig, aber sehr wohl gleichwertig. Ich bin mir relativ sicher, Sie gucken in zwei völlig verwunderte Augen. Und dafür bedarf es halt eines Taschenmessers und Sie müssen die Stöcke bearbeiten. Und dazu gehört halt auch die Bezeichnung. Und lieber Kollege Brandenburg, wir schreiben nicht an Birnen Äpfel oder an Äpfel Bananen dran, sondern wir schreiben an all dieses Obst dran. Das ist der Unterschied und das zeigt, dass Sie das schon verwirrt hat. Und an die anderen Schubladen schreiben wir Gemüse dran. Und das hat den Hintergrund, an dieser Stelle in das, was in den Schubladen liegt, eine gewisse übergeordnete Ordnung reinzubringen, um hier auf diese Art und Weise als gleich auch erkennen zu können, was gleich ist. Und insofern ist der Aufschrei an der Stelle, wenn es darum geht, dass es hierbei sich um akademisches handelt, sich um vergleichbare Bezeichnungen. Und auf diese Art und Weise empfinde ich so manchen, der an dieser Stelle damit hadert, als wenn er sagen würde, wir führen sie zum Wasser, aber trinken lassen wir sie nicht. Und das finde ich zutiefst nicht akzeptabel. So. Die Mindestausbildungsvergütung. Auch hier möchte ich einige Dinge etwas klarstellen. Das hat nicht die Tarifpartner gerichtet, liebe Kollegin, sondern das war eigentlich ihre Aufgabe. Das hätten sie schon viel früher machen können. Das hätten sie schon viel früher abräumen können in den Tarifverträgen und dergleichen mehr. Und ich finde es deswegen eine richtige Vorgehensweise, dass nicht Politik an dieser Stelle entsprechende Vorgaben gemacht hat, sondern dass hier eine Regelung, wie von Frau Fahimi schon gesagt, vom DGB und BDA entsprechend hier erarbeitet worden ist, von beiden und dieses dann entsprechend innerhalb des Gesetzes eingegossen worden ist. Aber zugleich auch gesagt wurde, ich paraphrasiere es mal etwas, wenn ihr euch zukünftig früher einigt, dann gilt eure Einigung und nicht das Gesetz. Und wenn wir dann sagen, dass nur 5%, so wenige davon betroffen sind, dann zeigt das zugleich, und das ist wieder Trost für die Sozialpartner, dass für 95% an dieser Stelle schon ein bessere Ausbildungsvergütung vorgelegen hat. Das heißt, es betrifft einen kleinen Teil davon, die anderen sind schon besser versorgt. Auch das gehört zur Wahrheit an der Stelle dazu. So, und wir sind jetzt im parlamentarischen Verfahren. Wir werden einiges in den nächsten Tagen und Wochen zu diskutieren haben, weil es heute von der Kollegin Fahimi angesprochen worden ist, dass mit dem dualen Studium, auch uns liegt am Herzen, dass hier das duale Studium entsprechend gut gestaltet werden soll. Ob da allerdings diese Situation hier notwendig ist oder vielmehr das, dass es sich um ein Studium handelt, welches durch Akkreditierungsrahmenbedingungen entsprechend zu regeln ist und entsprechend da geregelt werden muss. Auch da bin ich ein Freund von Obst in der Obstschublade behandeln und Gemüse in der Gemüseschublade behandeln. So, das nächste und zum Abschluss möchte ich dann noch die Anträge der Opposition kurz eingehen in der letzten anderthalb Minuten. Liebe FDP, Ihr verwundert mich immer wieder. Einerseits Bürokratieabbau, aber andererseits momentan darin verliebt zu sein, permanent neue Behörden zu fördern. In diesem Fall war es Zentrum für digitale Berufsbildung. Nee, muss nicht sein. Das Zweite ist, es hilft unglaublich, wenn man mal aufpasst. Die Exzellenzinitiative gibt es schon. Die Exzellenzinitiative gibt es schon. Frau Fahimi und ich haben uns ausgehend vom Koalitionsvertrag an der Stelle gleich von Anfang an, vielleicht war es zu schnell für Sie, gleich von Anfang an, 150 Millionen sind das Kleine, sind eine ganze Menge, mein Guter. So, das nächste ist die Linken und die Grünen, aber auch wollen hier wieder den Staat stärker in die Reglementierung von Ausbildung reinbringen. Hier nützt ein Blick über die Grenzen. Hier ist es sinnvoll, dass in den Händen der Sozialpartner von Wirtschaft und Arbeitnehmervertretern entsprechend an dieser Stelle zu lassen. Das macht Sinn. Und den vernichtenden Worten meiner Kollegin Fahimi bezüglich des AfD-Antrags möchte ich mit keinem anderen weiteren Wort würdigen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Albani. Als nächster Redner das Wort der Kollege Oliver Kaczmarek, SPD-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, diese Debatte über die berufliche Bildung unterscheidet sich ja von anderen dadurch, dass wir jetzt nicht darüber sprechen, was man tun könnte, was man tun müsste, sondern dass wir ganz konkret jetzt einen Gesetzentwurf vorlegen haben, der gewährleisten soll, dass wir mehr Wertschätzung für berufliche Bildung organisieren und dass wir Gleichwertigkeit für die berufliche Bildung organisieren. Und im Mittelpunkt steht dabei natürlich in der öffentlichen Betrachtung die Mindestausbildungsvergütung. Dazu möchte ich etwas sagen, weil ich glaube, dass die Mindestausbildungsvergütung ein Beitrag dazu ist, genau das herzustellen, nämlich Wertschätzung für junge Menschen, die sich dazu entschieden haben, eine berufliche Ausbildung zu beginnen. Und denen sagen wir mit diesem Gesetzentwurf, mit dieser Einigung, die die Sozialpartner vorgelegt haben, eure Interessen sind uns wichtig und eure Ausbildung, eure Arbeit in der Ausbildung hat eine Würde, hat einen Wert, der nicht unterschritten werden darf. Und da das Leben konkret ist, reden wir auch über ganz konkrete Menschen in Berufsgruppen. Wir reden über die Friseurinnen und Friseure, über Raumausstatter, über Schornsteinfeger. Wir reden im Osten über Fachkräfte für Schutz und Sicherheit und über Fleischer. Insgesamt reden wir, und das ist nicht eine Petitesse, und dafür lohnt sich auch jedes Brimborium, reden wir über 115.000 junge Menschen, die bei Einführung der Mindestausbildungsvergütung mehr Geld in der Tasche haben werden. Dafür lohnt es sich zu kämpfen, und das ist keine Kleinigkeit, meine Damen und Herren. Und damit das auch klar ist, wir wollen ja nicht, dass alle Auszubildenden die Mindestausbildungsvergütung bekommen. Aber es ist halt so, und es ist hier schon zitiert worden, die niedrige Ausbildungsvergütung wird insbesondere in den Betrieben gezahlt, die keiner Tarifbindung unterliegen. Und deswegen ist unser Ziel, möglichst viele gute Ausbildungsplätze in Betrieben mit Tarifbindung zu bekommen. Denn das lohnt sich nicht nur für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer übrigens, sondern auch für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Und an der Stelle möchte ich den Beitrag der Sozialpartner zu diesem Gesetz nochmal hervorheben. Der erste Vorschlag aus dem Bildungsministerium, die Mindestausbildungsvergütung am Schüler-BAföG anzulehnen, der war ja unbrauchbar, weil er die weitere Entwicklung, die Tarifentwicklung von Ausbildungsvergütungen nicht berücksichtigt hat. Und deswegen ist es richtig, dass wir jetzt einen Vorschlag haben, der genau das berücksichtigt, der einen Pfad für das Aufwachsen der Mindestausbildungsvergütung beschreibt und auch eine weitere Anpassung beschreibt. An dieser Einigung, die erzielt worden ist, an der wollen wir gar nicht mehr rütteln, denn die zeigt die Kraft der Sozialpartnerschaft. Und deswegen gilt an der Stelle auch der Dank an den Deutschen Gewerkschaftsbund und an die BDA, an Rainer Hoffmann und Herrn Kramer, die das für uns gemacht haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das waren schon mutige Worte, die FDP und Grüne hier benannt haben, was sie alles vorhaben in der beruflichen Bildung, denn Worte und Taten klaffen bei ihnen deutlich auseinander. Im Dokument ihres Scheiterns, der Jamaika-Verhandlung, war ihnen die berufliche Bildung gerade mal 4 Zeilen wert. Und ich will Ihnen sagen, als wir sondiert haben, da waren wir noch nicht mal in den Koalitionsverhandlungen, da hatten wir nach der Sondierung schon die Mindestausbildungsvergütung mit dem Koalitionspartner vereinbart, die hatten wir schon in der Tasche. Und das liegt an einem Grund. Wir stellen uns nicht an den Spielfeldrand und rufen was rein, sondern wenn es um die Interessen von Auszubildenden geht, dann gehen wir auf den Platz und kämpfen für deren Interessen. Und das hat sich auch gelohnt, das zeigt dieses Gesetz. Und deshalb für die SPD war vor Eintritt in diese Koalition wichtig, jeder junge Mensch soll seine Ausbildung frei und ohne Sorge wählen können, und zwar egal, ob beruflich oder akademisch. Und wir haben dafür in dieser Koalition gekämpft und auch gemeinsam viel erreicht. Ich will das daran nochmal erinnern. Am 1.8. wird das BAföG kräftig erhöht. Die Berufsausbildungsbeihilfe und das Ausbildungsgeld werden auch erhöht. Der Arbeitsminister ist da schon in Vorleistung gegangen. Das Schulgeld für die Pflegeausbildung haben wir abgeschafft. Jetzt führen wir die Mindestausbildungsvergütung ein und werden in der zweiten Jahreshälfte für alle die Meister oder Techniker werden wollen im Rahmen der Aufstiegsfortbildung, wenn wir das Aufstiegs-BAföG noch anpassen und novellieren. Wir sorgen mit diesen Maßnahmen für mehr Sicherheit in der Ausbildung, weil wir wollen, dass Leistung und Talent eines jeden im Mittelpunkt stehen und nicht seine soziale Herkunft. Und diesen Weg setzen wir jetzt mit diesem Gesetz weiter fort. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist Dr. Thomas Sattelberger, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich lege den Fokus aufs Handwerk. 1 Million Handwerksbetriebe, 5,5 Millionen Beschäftigte, die Innovation und Geschäftserfolg vorantreiben, wenn man ihr Talent fördert. Und das hat zutiefst nicht mit Ihrem Potemkinschen Dorf zu tun, Herr Albani, das es gar nicht gibt, sondern mit dem zu tun, was Jens Brandenburg, mein Kollege, gefordert hat, eine saubere Exzellenzinitiative für berufliche Bildung. Und zwar exzellent und nicht
ein Magermodell auf dem Laufsteg, wie diese Reform jetzt herkommt. Exzellente berufliche Bildung treibt Innovation und Erfolg im Handwerk. Nicht ein Etikettenschwindel mit akademischen Titeln wie Master und Bachelor Professional. Wir brauchen innovative Bildungsformate, liebe Frau Ministerin, für digitale Kundenberatung, für smarte Services rund um das Produkt, für 3D-Druck, Drohnen, Robotics, Augmented Reality. Herzlich willkommen in der Digitalisierung. Die beschert nämlich den Großen heute die große Konkurrenz und dem Handwerk morgen. MyHammer, Homebell, sie zwingen das Handwerk zu Technologiesprüngen. Bildung und Innovation sind Zwillinge. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln, alle. Deshalb, ich sage es, glaube ich, zum achten Mal, ran an den Speck, Frau Karliczek. Was können Sie tun? Ich verrate es Ihnen. Fab Labs, nicht wenige Dutzende, viele hunderte Fab Labs quer durch die Republik. Gewerkeübergreifende, niedrigschwellige, ortsnahe Experimentierräume, in denen Azubis wie Ausgelernte, junge wie Ältere, neueste Technologie ausprobieren können. Das ist was ganz anderes als die Handwerk 4.0 Hochglanz-Trutzburgen, die sich spärlich übers Land verstreuen. Handwerk braucht auch Rat für fortschrittliche Personalarbeit, Mediation bei Gefahr des Ausbildungsabbruchs, maßgeschneiderte Bildungsgutscheine der Agentur für Arbeit für das Handwerk, Beratung für individuelle Arbeitszeiten und wissenschaftliche Weiterbildung für Handwerker. Hier gibt es wunderbare Beispiele, nur leider nur vereinzelt in den Agrar-, Forst- und Betriebswirtschaften. Und wir brauchen einen massiven Ausbau von Handwerkslehrstühlen. Wissen Sie, dass es gerade noch mal eine Handvoll Handwerkslehrstühle in diesem Land gibt? Lehrstühle strahlen aus. Und last not least, eine radikal neue Form der Begabtenförderung. Meine Damen und Herren, Akademiker haben in Deutschland fünfmal mehr Chancen, Stipendien zu erhalten als Talente beruflicher Bildung. Frau Karliczek, da möchte ich mal sehen, mit was Sie im Herbst rüberkommen beim Master BAföG. Warum nicht tausende beruflich qualifizierte Stipendiaten, die in Schnupperlehren in der Deep-Tech-Welt ihre Erfahrung machen? In den innovativen Hotspots in Tel Aviv, in Paris, in Stockholm oder im Silicon Valley. Meine Damen und Herren, das Thema ist nicht trivial. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss. Es ist entscheidend für die Wertschöpfung dieses Landes. Und die wird nicht nur von Fachkräftemangel und Digitalisierung herausgefordert, Herr Sattelberger, bitte, sondern von einer Bundesregierung, die das Handwerk und die berufliche Exzellenz in der Bildung nicht auf dem Radar hat. Lassen Sie uns endlich in die Hand spucken. Tja, als nächster Redner hat das Wort die Kollegin Katrin Staffler, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich in meinem Wahlkreis über die berufliche Bildung spreche, mit Auszubildenden, mit ihren Betrieben, mit den Leitern von den Berufsschulen, mit den Vertretern von der Kreishandwerkerschaft, mit den Eltern und vor allem mit den jungen Menschen, die noch vor der Berufswahl stehen. Da kommt immer wieder ein und die gleiche Frage auf, nämlich wie wir die berufliche Ausbildung so weiterentwickeln und wie wir sie so modernisieren, dass sie für die jungen Menschen, für die, um die es geht, auch wirklich attraktiv ist. Jetzt gehört es zur Ehrlichkeit, mein Wahlkreis Fürstenfeldbruck und Dachau liegt in Oberbayern, das ist der sogenannte Speckgürtel rund, der Speckgürtel rund um München. Bei uns ist die Lage am Arbeitsmarkt sehr erfreulich. Die Arbeitslosenquote ist gering, die Auftragslage gerade bei den Handwerksbetrieben ist extrem hoch und als Antwort auf die Frage, wie man denn zur Einführung von einer Mindestausbildungsvergütung steht, da kriege ich bei mir daheim maximal ein müdes Lächeln. Und vielleicht dann noch den Hinweis, dass das bei Ihnen längst Standard ist, weil es da nämlich kaum noch Betriebe gibt, die überhaupt noch unter der angesetzten Grenze bezahlen. Warum? Weil sie nämlich sonst überhaupt gar keine Lehrlinge mehr finden können.
Jetzt will ich damit keineswegs die Einführung von einer Mindestausbildungsvergütung in Frage stellen, aber worauf ich da durchaus hinaus will, ist, dass die Mindestausbildungsvergütung allein die Herausforderungen nämlich nicht meistern wird, vor denen unser Berufsbildungssystem heute steht. Für einen nachhaltigen Erfolg von unserem betrieblichen Ausbildungssystem sind viele andere Faktoren sicherlich viel ausschlaggebender. Und ich will exemplarisch ein paar nennen an der Stelle. Zum Beispiel, dass man die Möglichkeit zur Teilzeitausbildung grundsätzlich auch für alle Lebens- und Betriebssituationen öffnen müssen. Unsere Ministerin hat es ausgeführt. Oder dass man eben auch das Ehrenamt im Rahmen des Prüfungswesens stärken, dass man damit unseren Prüferinnen und Prüfern mehr Flexibilität geben. Das sind beides Maßnahmen, die wir in unserem aktuell vorliegenden Gesetzentwurf enthalten haben. Vor allem aber, und der Punkt ist mir an der Stelle besonders wichtig, spielt die Gleichwertigkeit von beruflicher auf der einen Seite und akademischer Bildung auf der anderen Seite eine wichtige Rolle. Weil gerade dieses Ungleichgewicht, das Gefühl, dass berufliche Bildung weniger wert wäre als akademische und auch weniger Wertschätzung erhält, das ist das, was unsere jungen Menschen dazu verleitet, dass sie sich eher in die Richtung der akademischen Laufbahn orientieren. Und jetzt verstehen Sie mich bitte nicht falsch, dass immer mehr Menschen in Deutschland die Möglichkeit haben, ein Studium anzufangen und das auch können. Das ist ja durchaus positiv. Ich habe selber auch mal studiert, aber wir müssen halt auch die Kehrseite beobachten. Und ich habe gestern Besuch gehabt von einer Schülergruppe aus meinem Wahlkreis hier in Berlin. Es war ein Gymnasium und ich habe dann die Frage gestellt, wer denn von den anwesenden Schülern gerne eine berufliche Ausbildung machen will. Wissen Sie, wie viele sich gemeldet haben? Einer. Ein einziger in einer kompletten Schulklasse. So, und dann habe ich natürlich die Frage gestellt, was denn gegen berufliche Bildung aus Ihrer Sicht sprechen würde. Und eine Antwort, ich habe viele Antworten bekommen, aber eine darunter war, wenn ich Abitur mache, dann strebe ich doch auch ein Studium an, warum würde ich denn sonst aufs Gymnasium gehen? Also ich glaube, wir müssen uns da schon an der Stelle nochmal die Frage stellen, wie man die berufliche Bildung als echte Alternative zum Hochschulstudium auch stärken können. Unsere Ministerin hat die neuen Abschlussbezeichnungen vorgestellt, die ja echte Wertigkeit und auch eine klare Zuordnung gibt. Wir begrüßen das als Fraktion. Gleichzeitig ist es uns aber natürlich auch wichtig, dass der Meister weiterhin als Qualitätssiegel auch bestehen bleibt und dass wir ihn als Marke stärken, weil auch das zum Thema Wertschätzung dazugehört. Meine Damen und Herren, die Novellierung vom Berufsbildungsgesetz ist ein notwendiger, ist aus meiner Sicht auch ein wichtiger Schritt, damit wir das internationale Erfolgsmodell der dualen Berufsaus- und Fortbildung stärken können. Und ich kann Ihnen versichern, das wird nicht der letzte Schritt an der Stelle sein, dass zum Beispiel der Bundestag im letzten Jahr eine Enquete-Kommission ins Leben gerufen hat, die sich ausschließlich mit der beruflichen Bildung in der digitalen Arbeitswelt beschäftigt. Ich glaube, das sollte ein Zeichen dafür sein, dass wir durchaus was tun und dass wir auch den festen Willen haben, dass wir in dem Bereich vorankommen. Wir haben heute die erste Lesung des Gesetzesentwurfs und wir stehen damit am Anfang des Prozesses. Ich freue mich auf die rege Diskussion, die wir hoffentlich in den kommenden Monaten darüber noch haben werden. Aber wir sollten ein Ziel an der Stelle in den Mittelpunkt unserer Beratungen stellen, nämlich dass wir den jungen Menschen zeigen, dass die berufliche Ausbildung auch weiterhin für uns ein echtes Erfolgsmodell ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt erhält das Wort der Kollege Dr. Ernst-Dieter Rossmann, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss drei Bemerkungen. Die erste Bemerkung bezieht sich auf Frau Walter-Rosenheimer, die Sie ja dankenswerterweise den Berufsbildungsbericht auch in dem schulischen Teil zitiert haben. Und ich will das ergänzen, wenn Sie sagten, 35% derjenigen, die eine berufliche, nicht akademische Ausbildung machen, 35% ist es eine Riesenzahl. Man kann das aufteilen in zwei Bereiche, Gesundheitsberufe für 220.000, stabil, aber das reicht eben nicht, sondern wir brauchen mehr, deutlich mehr Altenpflegerinnen und Altenpfleger, Erziehungsberufe 105.000 plus 32% gegenüber dem letzten Jahr. Und das ist ein gutes Zeichen. Aber die Bitte ist tatsächlich, die Regierung muss jetzt mit ihrem Altenpflegekonzept ordentlich Schwung machen, damit wir im nächsten Jahr auch 32% bei der Altenpflege, bei den Gesundheitsberufen mit haben. Das Zweite, Herr Albani, Sie sind ja ein Kollege des gesunden Menschenverstandes.
Und wenn Sie auf die Kollegin Fahimi so eingingen, dass Sie meinten, naja, das mit dem dualen Studium und muss man das tatsächlich gesetzlich normieren, will ich gerne konfrontieren mit einem einfachen Gedanken. Wir sind doch deshalb stolz auf das duale Berufsbildungssystem mit dem Lernortbetrieb und mit dem Lernort Schule, weil wir für beide Bereiche einerseits das Berufsbildungsgesetz haben, was den Lernortbetrieb angeht, und was die Berufsschule angeht, die Schulgesetze. Weshalb haben wir unter dem Vorzeichen der Gleichwertigkeit nicht das gleiche Prinzip, wenn es um ein duales Studium geht? Da, wo es um den hochschulischen Teil geht, die Hochschulgesetze, und da, wo es um den betrieblich-beruflichen Teil geht, die Berufsbildungsgesetzgebung. Und dann kommt man mit einmal in eine Systematik hinein, die man nicht einfach so wegwischen sollte. Und auch nicht mit Zertifikat oder anderem, sondern die Parallelität zu dem, was uns stark gemacht hat im Berufsbildungssystem, im klassischen dualen, mit den zwei Lernorten, mit den zwei guten Gesetzen, die sollten wir uns auch für den wachsenden Bereich der hybriden Ausbildungswege, der akademisch-beruflichen Ausbildungswege, genauso annehmen. Das ist eine starke Bitte und wir sind da durchaus nicht unverzagt, weil wir ja gemerkt haben, früher hätten Sie sich auch nie eine Altenpflege-Ausbildungsumlage vorstellen können und jetzt feiern wir sie. Früher hätten Sie nie eine Mindestausbildungsvergütung sich vorstellen können und jetzt machen wir sie zusammen. Deshalb können Sie sich auch nicht dieses mit vorstellen und wir machen auch das. Wir glauben an unsere Überzeugungskraft und an Ihre Einsichtsfähigkeit. Der dritte Punkt bezieht sich nochmal auf diejenigen, die nun gerade von der FDP aus immer die Pseudo-Akademisierung in Bezug auf diese drei Bezeichnungen Berufsspezialist, Beruf, Bachelor, Professional etc. angesprochen haben. Das hat ja eine Vorgeschichte. Es hat ja die Vorgeschichte des europäischen Qualifikationsrahmens 2008. Des Kultusministerkonferenzbeschlusses 2013, der Diploma-Supplement, wo man 5, 6 und 7 hinten dran setzen kann, aber ohne jede Ausstrahlung, will man dann einen Meister 6 durch die Welt laufen lassen? Wir wollen das jedenfalls nicht, weil wir zwei Punkte sehen mit dieser Benennung. Das eine ist die europäische Perspektive des gemeinsamen Arbeitsmarktes und das andere ist das Schlüsselelement zu dem, was Sie als Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz uns hier ins Parlament einbringen. Und wir brauchen doch auch diese drei Ebenen, weil genau aus diesen drei Ebenen normiert sich dann die Förderung der Weiterbildung, aufsetzen auf die berufliche Weiterbildung mit ableitet. Es ist also eine Perspektive, die dort aufgemacht wird. Und das ist allemal mehr als Pseudo-Akademisierung. Es ist Gleichwertigkeit. Es ist das, was, Entschuldigung, vor 50 Jahren ist das Berufsbildungsgesetz novelliert worden. Das war ein Gesetz mit Perspektive. Und diese Novellierung ist auch ein Gesetz mit Perspektive. Das sollten wir uns erhalten. Dankeschön. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 10.815, 9.515, 11.154, 11.119, 10.757, 10.219 und 11.106 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? Ich sehe, das ist der Fall. Dann sind die Überweisungen so beschlossen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 7a und 7b, Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Treuhandanstalt sowie Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Einsetzung eines Untersuchungsausschusses Treuhand. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre hierzu keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Ich öffne die Aussprache und erteile als erstem Redner dem Kollegen Dr. Dietmar Bartsch, Fraktion Die Linke, das Wort. Danke, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, das Thema ist benannt worden. Ich werbe seit einiger Zeit öffentlich und jetzt auch hier im Deutschen Bundestag darum, dass wir einen Untersuchungsausschuss einsetzen.